Dieser 9 Jahre alte Entlebucher Sennenhund aus Cuxhaven hatte bereits mehrere Hundeschulen besucht, leider ohne Erfolg. Er reagierte massiv auf andere Hunde, andere Tiere und bewegte Reize. Dadurch zog er ständig auf Spaziergängen an der Leine, war sehr angespannt und bereitete in diesen Situationen nur noch wenig Freude. Seit dem Besuch unserer Hundeschule kann er vollkommen unaufgeregt an anderen Hunden vorbeigehen. Auch in Gegenwart einer Katze bleibt er gelassen. Beim Einsteigen ins Auto wartet er ruhig, bis er aufgefordert wird, hineinzuspringen und drängelt nicht los, nur weil die Heckklappe bereits geöffnet wird. Selbst durch diese Gruppe Enten geht er an lockerer Leine. Radfahrern zieht er nicht mehr hinterher und auch dicht am Straßenverkehr kann er nun an lockerer Leine bei Fuß gehen. Sobald der Mensch stehen bleibt, setzt er sich ohne Ansprache hin und wartet, bis es wieder losgeht. Davon hält ihn auch ein anderer Hund nicht ab, der wie in diesem Fall zunächst dicht vor ihm steht und danach vor ihm die Straße überquert. Selbst an 3 Hunden gleichzeitig geht dieser Entlebucher Sennenhund nun gelassen vorbei. Ein Stadtbummel gestaltet sich mittlerweile angenehm, weil er auch zwischen den vielen Reizen der Stadt aufmerksam bei Fuß geht. Bei einem Kaffeebesuch zeigt er sich geduldig und wartet sitzend, bis seine Decke ausgebreitet ist. Anschließend legt er sich auf dieser ab und beobachtet die Passanten. Auch Radfahrer und Gehwagen bringen ihn hier nicht mehr aus der Ruhe. Der Kellnerin wirft er nur einen kurzen Blick zu, als diese den Kaffee bringt, bleibt aber liegen. Beim Verlassen des Cafés wartet er wieder sitzend, bis seine Decke eingepackt ist. Auch das Aussteigen aus dem Auto verläuft nun ruhig. Er wartet bei geöffneter Heckklappe auf sein Zeichen zum Rausspringen. Anschließend setzt er sich und wartet wieder, bis der Mensch losgeht. Dieses Video zeigt, dass auch ein 9 Jahre alter Hund noch umlernen und viele seiner unerwünschten Verhaltensweisen ablegen kann.
So kann in Zukunft nicht nur der Hund ein entspannteres Leben, sondern auch der Mensch wieder mehr Freude auf den gemeinsamen Spaziergängen haben.